So, herzlich willkommen zum One-Day-Cut Nummer 9. Heute mit dem Thema, warum mache ich einen YouTube-Channel, beziehungsweise mache ich Let's Play? Ja, nach dem kurzen Intro folgt der Rest. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Zieht's euch rein. In diesem Sinne, reingehauen, euer Sillet. Bang! So, herzlich willkommen heute zu etwas nicht ganz so lustigem, einem, sagen wir, ernsteren Thema. Und zwar über meine Ansichten, warum mache ich YouTube, beziehungsweise warum mache ich Let's Play und den ganzen Zeug im heutigen News-Ticker. Ganz einfach. Und ja, wo fangen wir denn an? Ganz einfach. Ich habe mit YouTube angefangen, vor einem Monat erst, mit meinen Let's Plays und Videos und Cuts. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe es im Grunde angefangen. Ich habe, wie soll man sagen, einen kleinen Wunsch. Ich wollte schon immer auf die Gamescom. Die ist inzwischen in Köln und muss ehrlich sagen, in meinem Kreis, von meinen Freunden gibt es wenige richtige Zocker, wo noch hier wohnen. Und ja, ich wollte da schon immer hin und ja, für mich muss ich ehrlich sagen, es ist ein ziemlich teures Ding. Ich wohne ganz unten im Süden. Allein bis nach Köln habe ich locker 500 Kilometer. Lass es nur 450 sein. Es sind hin und zurück 900 Kilometer. Mit dem Benzinauto, jeder, was selber ein Auto hat, weiß, 900 Kilometer bei 8 bis 10 Liter Verbrauch. Oh, nicht billig, ne? Ja, und dazu habe ich nicht das neueste Auto, muss ich dazu sagen. Ich fahre meinen schönen alten Opel Ghetto-Schlitten. Dicke Anlage, wie sich's gehört. Nein, Spaß beiseite. Altes Auto einfach und dem traue ich so eine Distanz einfach schon lange nicht mehr zu. Ich bin froh, wenn ich von A nach B komme, wie ich zur Arbeit komme, zu meinen Freunden oder zum Snowboarden oder wie auch immer. Bin ich Gott froh drüber. Und ja, und zusätzlich, man braucht eine Unterkunft. Und wie ihr selber wisst, Gamecoms, da ist Köln Ausnahmezustand. Es ist alles ausgebucht über teure Preise. Man muss irgendwo auswärts pennen. Also lohnt sich es auch nicht, mit irgendeinem Fernbus oder Zug hinzufahren. Weil erstens Zug teuer, Fernbus zwar billig, aber zum Teil kriegst du Hotels so 50 Kilometer außerhalb von Köln. Und das ist echt krasse Nummer. Also es ist ein verdammt teures Wochenende. Ich will gar nicht wissen, was es mich kosten würde. Allein, was ich dann Essen kaufen muss und Unterkunft und hinfahren und allem. Und das kann ich mir ehrlich gesagt einfach nicht leisten. Klar, ich könnte draus sparen, aber ich habe meine Bude hier, wo ich zahlen muss. Ich habe mein Auto, wo ich zahlen muss. Ich muss Internet zahlen, Handy, was auch immer. Kennt ihr ja alle. Und drum ist es einfach derzeit nicht im Petto, muss ich ehrlich sagen. Und drum dachte ich mir, hey, machst du einen YouTube-Channel? Hoffst du, du kriegst die Abonnenten? Die Leute gucken gerne dein Zeug an. Dazu muss ich auch sagen, ich schneide verdammt gern Videos. Es macht mir mega Spaß, einfach euch mit meinen Videos eine Freude zu bereiten. Das ist erstmal der größte Faktor von allem, dass ihr meine Videos seht, was zum Lachen habt, daran interessiert sein und es einfach gefällt. Mal ein informativer Teil, was auch immer. Das ist auch der Grund, wo ich sagen muss, wo ich deswegen ich gern Kritik von euch hätte, weil ich einfach gern höre und wisse, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Was würdet ihr mir raten, besser zu machen? Oder was würde euch mehr gefallen? Oder gefällt es euch, wie es ist? Und ihr lässt euch gerne überraschen. Keine Ahnung, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich wäre euch mega dankbar darüber. Weil Resonanz ist für einen wie mich oder allgemein einer, wo ein YouTube-Channel betreibt, es A und O. Weil wir wissen nicht, was ihr wollt. Wir wissen nur, was wir wollen. Und irgendwie will man ja mit dem Ganzen die Vereinbarung treffen. Aber naja, jetzt kommt zum eigentlichen Thema wieder zurück. Wie gesagt, ich dachte mir, hey, machst du dir einen Channel, kriegst Abonnenten. Und wenn ich mal genug habe, dann werde ich vielleicht hoffentlich oder ja, von der Gamescom sagen sie irgendwann, hey, du bist ein guter Let's Player, ein cooler. Wir wollen dich haben, dass du kommst und die Spiele mal testest und daraus ein Video machst, wie auch immer. Die Publisher, dass ich eingeladen werde zu Gamescom. Das ist so mein Ziel, was ich eigentlich damit erreichen will. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von meinen Videos jetzt nicht wirklich eins monetarisiert, weil, wie viele nicht wissen, man muss die ganzen Herausgeber nach Lizenzen fragen. Viele wollen es nicht und so weiter. Und es ist eine verdammt schwere Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum ich erstmal sage, hey, ich brauche eine Basis. Ich brauche erstmal meine Abonnenten. Leute, die sagen, hey, mir gefällt dein Scheiß, was du machst. Ich müsste da voll hinter dir. Mach dein Ding durch. Wir werben für dich, beziehungsweise wir gucken uns dein Zeug an. Wir kommentieren. Wir sagen, was gut und schlecht ist.
Das ist erstmal das, was ich will. Ich will euch erreichen mit meinen Videos, damit ihr seht, hey, der kann was. Und vielleicht irgendwann, was hoffentlich der Fall sein wird, aber was nicht unbedingt safe ist, dass ich einfach mal gesehen werde und einer von den größeren YouTubern oder ein Publisher sagt, hey, der gefällt mir, den wollen wir haben, den wollen wir supporten. Das ist so mein Ziel. Also im ersten Sinne geht es mir um die Kohle. Ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld selber. Ich habe mir auch selber mein Mikro geleistet, meine ganzen Audio-Interface-Sachen für euch, dass ihr eine gute Qualität habt, weil wer hört schon einem zu, wo sich mit dem Mikro anhört, wie wenn er in einer Badewanne in einem leeren Raum hockt, nur Schall hat oder man nichts versteht. Und ja, ist so die kleine Story. Ich mache einfach mein Ding. Und ich hoffe, euch gefällt meine Art, mein Stil. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Es freut mich immer, von euch was zu hören. Und ja, ich hoffe, es ist erstmal was gesagt. Bei Fragen hier unterm Video, haut die Scheiße rein. Ich werde es auf jeden Fall beantworten, weil so wie ich auf eure Kommentare und Kritiken angewiesen bin, werde ich auch Resonanz geben. Wenn es ein Dankeschön ist oder so, aber ich bin nicht einer, wo dann sagt, was soll sie schreiben, ist mir scheißegal, ich mache einfach. Nein, es geht mir darum, dass ihr auch den Channel weiterhin mögt, weil ihr, meine Abonnenten, seid, ja, ihr seid mein, wie soll ich sagen, meine Basis. Ohne euch wird es den Channel nicht geben und wird es auch nicht weiterlaufen, weil, wie gesagt, ich schneide gerne Videos, aber nur für mich muss ich keine Videos machen. Die mache ich für euch, dass ihr was zum Lachen habt, dass ihr es feiern könnt. Das ist mein Prinzip, das will ich. Und wie gesagt, ich weiß nicht, es gibt sicher einige, die sagen, ach, dem gönnen wir das nicht, der kommt nie auf die Gamescom, der ist nur geldgeil. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wenn Geld irgendwann dafür rausspringt, wer sagt da schon nein? Aber dann würde ich in erster Linie das Geld dafür nutzen, dass ich besseres Equipment holen kann, dass ich euch noch bessere Qualität und noch bessere Videos liefern kann. Weil ich würde gerne Facecam-Aufnahme machen, aber eine EOS-Kamera kostet ein paar hundert Flocken. Und wer will eine popelige, 5 Jahre alte Gammelwecke als Facecam haben, wo man mehr Pixel als Gesicht sieht? Ist ja auch nichts Wahres. Ist auch der Grund, warum ich sowas noch nicht mache. Ich habe einfach nicht das Equipment. Ich habe jetzt mein Mikro mir geleistet, wo ich auch sehr froh drüber bin, dass ich es relativ günstig hergekriegt habe. Und mein Zeug, ja. Und das habe ich getan für euch, dass ihr die Qualität habt. Ich hätte auch einfach sagen können, scheiß drauf, ich nehme mein altes Headset und ist doch mir Jacke-Virus. Aber nein, ich sag mir, hey, wenn, dann machen wir es richtig. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, lasst was hören. Ich hoffe, euch hat ja der kleine informative Beitrag gefallen. Und ja, ich werde es auch gern für euch weitermachen, wenn ihr wollt. Also haut in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, ach, der Penner labert da eh nur letzten Bullshit, dann einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Und gerne auch Kommentare. Wäre ich euch sehr dankbar dafür. Ja, und das war's mit dem ernsten Thema oder ernsteren Thema, wo mal nicht so lustig war. Und in diesem Sinne würde ich reingehauen. Euer Silent Bang.